Nee, Leute, Herr Thomas ist hier. Keine Ahnung, was der jetzt hier macht. Aber da habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust drauf. Scheiße, der Daniel ist hier. Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video. Ja, ihr wisst ja Bescheid, Thomas und ich haben jetzt schon das, schon seit ein paar Monaten Streit, ne? Ja, total. Also in der Community ist das auch angekommen. Ja, das ist ja. hat schon die Runde gemacht. Ja, aber ich finde, der will mir jetzt einfach die Butter vom Brot nehmen. Ja, ja. Das ist halt der Punkt. Ne? Ja, aber das Ding ist halt, ich habe halt auch das Gefühl gehabt, dass der Thomas halt irgendwann mal abgelöst werden muss, ne? Und dass halt Zeit ist, da muss man auch mal loslassen können. Und deswegen haben wir einfach ja seit ein paar Wochen keine Videos zusammen gemacht und dementsprechend viel Streit, ne? Genau. Also bevor da Gerüchte aufkommen, Leute, weil ich lese Kommentare mit, wie jetzt versucht er den Thomas nachzumachen. Nein, das ist genau nicht das Gewünschte, sondern er tut das, was ich ihm gezeigt habe, weitergeben. Und im Kampfsport ist es so, dass es die größte Ehre des Meisters ist, wenn der Schüler ihn übertrifft. Das hoffe ich, dass es beim Daniel irgendwann auch mal so ist. Und und damit der Daniel aus der Schülerrolle rauskommt, muss der Meister den Schüler einfach mal in die Welt schmeißen. Und damit ihr mal so ein bisschen Hintergrundwissen habt, ich habe ihn ja fast gezwungen, Fahrtechnikkurs zu machen, weil der Daniel selber nämlich gesagt hat, weiß ich nicht, ob ich das kann und so. Und dann habe ich gesagt, ey, du machst seit 15 Jahren Coaching. Was man coacht, für Coachen braucht man mehr als geil Mountainbike fahren können. Man braucht Didaktik, Rhetorik, pädagogische Eigenschaften, psychologische Eigenschaften. Und dabei ist es egal, was man coacht. Man muss ein bisschen was über Biomechanik verstehen, über Körper. Und das tut der Daniel sogar mehr als ich. Und deswegen der Wechsel. Und deswegen auch, wenn ihr einen Bikeparkkurs, einen reinen Bikeparkkurs haben wollt, dann geht ihr jetzt zum Daniel. Ich habe dem alles mitgegeben. Ich habe noch so ein, zwei Ideen, um den Daniel ins nächste Level zu pushen. Das machen wir aber ohne Kamera. Dann werde ich mal den Klaus spielen, so ein Fahrtechnik-Honk, und mache die Fehler und Daniel muss sie finden. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Geschichte, nochmal für die Schulung. Das werden wir machen. Aber nur mal, um das so zu sagen, wir haben generell keinen Stress. Außer den Stress unseres Alltags. Also wir untereinander nicht. Und es war immer ein Nehmen und Geben. Und es ist aber so, ich habe das halt lange beobachtet. Der Deal war ja mal ursprünglich so zwischen uns beiden. Hey, pass auf, du machst geile Videos. Ich gebe dir umsonst ein bisschen Fahrtechnik-Unterstützung. Wir nehmen die Videos auf, du darfst die posten, du kriegst Klicks. So hat das Ganze angefangen. Jetzt sind wir aber so weit, dass wenn ich auf Daniels Kanal gucke, halt die 5 meistgeklickten Videos leider Videos sind, wo meine Visage zu sehen ist. Und das müssen wir einfach ändern. Und deswegen hat der Daniel, ihr habt es ja schon gemerkt, er hat ja ein bisschen schon in dem Stil, natürlich in besserer Qualität, videomäßig wie ich, aber schon den Stil der Fahrtechnik-Videos übernommen. Und ich werde es positiv beobachten, wenn Daniels Content weniger vom Fahrprivat mit Daniel Fahrrad, mehr halt wirklich in diesen Profi Empower Your Ride Style geht. Er kann ja die Fitness auch kombinieren mit der Fahrtechnik. Also das ist so meine Sicht der Dinge und ich bin ganz ehrlich, ich will ja nicht der Rolling Stone der Fahrtechnik werden. Und irgendwann fühle ich mich mit 25-Jährigen auch fehl am Platze, wenn ich denen zeigen soll, wie man über ein Rasenrennen springt. Also von daher gesehen, it's your way, it's your turn. Und ja, ich freue mich natürlich und ich kann dann meinen Fokus, das wird aber erst in 2-3 Jahren passieren, ein bisschen verschieben, wieder in dahin, wo ich herkomme. Und auch da werden wir aber weiter zusammenarbeiten, weil ich glaube, dass man dieses Naturtraining auch sehr gut mit dem Fahrradfahren kombinieren kann. Und ja, das wollten wir nur mal klären, bevor da jetzt Gerüchte aufkommen. Ja, also ich habe auch gemerkt, dass von einigen Leuten, gerade eben hier auf dem Parkplatz noch, ob wir denn jetzt nicht uns irgendwie da gegenseitig im Weg stehen würden, uns die Kunden wegnehmen oder was weiß ich. Ich sehe das gar nicht so.
selbst jetzt, ich habe sogar letztens noch Kunden zu dir geschickt. Ich glaube, du hast mir auch geschrieben, ne? Ja, genau. Ja, ich habe dir auch jemanden geschickt, genau. Ja, das ist einfach, das habe ich aber vorher auch schon mit Rock My Trail so gemacht, dass ich halt Leuten gesagt habe, nee, das kann ich euch nicht anbieten. Geht mal dahin, denen habe ich sogar schon mal ein großes Projekt geschickt, was wir beide erst machen wollten. Und dann haben wir das nicht gestemmt gekriegt und dann muss das jemand machen, der einfach mehr Manpower hat. Das ist dann der Daniel von Rock My Trail. Also ich finde, da in Konkurrenzdenken zu gehen, hilft uns auch allen nicht. Weil, und es ist auch nicht so, dass der Daniel jetzt Thomas ohne H 2.0 wird, sondern der Daniel ist der Daniel, ich bin der Thomas und das ist einfach, soll auch so bleiben. Und was aber nicht heißt, dass der Daniel seine Sache nicht gut macht. Ich glaube, wenn ihr euch mal Daniels Kundenbewertungen anguckt, die sind auch durch die Bank weg sehr positiv. Und ja, irgendwann muss man ja mal anfangen, ne? Oder? Ja, irgendwann ja. Muss man immer starten. Und ich kann nur von meiner Erfahrung damals sprechen. Ich habe angefangen, Breakdance zu unterrichten mit 15. Mit 14 habe ich angefangen zu tanzen. Aber bei mir ist es halt auch so, ich knie mich halt auch immer gerne in Sachen so extremst rein, dass ich da auch ganz, ganz viel Wissen halt ansammle. Und wie Thomas schon gesagt hat, ne, ja, coachen tue ich ja, seit ich 15 bin. Sogar jetzt, ich bin jetzt 32, 17 Jahre. Und 32 bist du? Ja. Alter, könnte fast mein Sohn sein. Ja, ich komme jung rüber, ne? Ja, 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 genau. Nee, und zu dem Thema Thomas 2.0, da habe ich gerade eben hier mit einem Kunden noch drüber gesprochen. Ich glaube, der Grund, warum das auch bei mir damals das Coaching beim Thomas so gut funktioniert hat und der Progress auf einmal so war, war, weil die Art und Weise, wie wir beide coachen, schon irgendwie ähnlich ist. Ne? Klar, man hat seinen eigenen Style und seinen eigenen Weg. Aber die Art, wie der Thomas vermittelt, zum Beispiel viel mit Metaphern arbeiten und so, das habe ich schon immer gemacht, egal wo ich unterrichtet habe. Selbst wenn ich jetzt gerade so ein Grundschulprojekt habe mit Kids zum Thema Internet und Social Media, da verpacke ich auch ganz viel in Metaphern. Ja. Ich erkläre da zum Beispiel den Begriff Dopamin. Ist für Kinder in der 4. Klasse eher schwer zu verstehen. Aber wenn jemand Fußball spielt, dann sage ich dem, hey, hast du schon mal ein Tor geschossen? Dann sagt er ja. Dann sage ich, ja, wie hast du dich da gefühlt? Ja, so und so. Ja, genau das ist Dopamin. So. Ja. Und, bei manchen reicht da schon ein Stück Schokolade. Oder so. Nee, auf jeden Fall haben wir ja keinen Stress zusammen, ganz im Gegenteil. Wir haben immer noch super viel Kontakt, auch wenn wir mal irgendwie weniger Videos machen. Dann liegt das aber eher daran, dass ich wenig Zeit habe. Oder Thomas auch dann nicht so, passt das irgendwo nicht so zusammen. Manchmal fahren wir auch tatsächlich ohne Kameras. Ja, das fahren. Stimmt auch. Ja, auch ja. Das kommt vor. Ja, ja. Aber manchmal sind wir auch ohne Kameras unterwegs. Ja. Nee, aber ich hoffe sehr, dass wir in den Sommerferien ein bisschen Zeit haben und vielleicht mal öfters zusammen Rad fahren können. Ja, und dann habe ich ja auch noch ein super tolles Projekt. Ich will im September ja ein Cross-Country-Rennen fahren. Zwar nur die 21 Kilometer, aber das ist ja genau meine Sportart. Vielleicht komme ich da auch noch mal zu Daniel, dass er mich noch ein bisschen in den Ausdauerbereich coacht, weil der Daniel ja total gerne mit mir bestimmt ein paar Appel-Sessions macht. Ist kein Problem. Ich coach dich anhand deiner Pulswerte dann, aber ich nehme das E-Bike. Genau. Ja, so mache ich es im Moment. Mein Sohn fährt mit Anhänger und E-Bike und ich fahre mit Bio-Bike. Ja. Genau. Ja. Also Leute, kein Grund zur Sorge, es wird weiterhin weiter Videos geben. Nur wir werden vielleicht, wenn wir mal dann zusammen Videos machen, werde ich vielleicht auch ab und zu einfach mal so, wie wo ich verletzt war, mal hinter die Kamera gehen, dem Daniel einfach helfen, weil ihm manchmal, glaube ich, tatsächlich der Kameramann fehlt. Ja, ja. Und dass wir einfach den Content ein bisschen umdrehen und ich dem Daniel quasi bei seinem Video machen jetzt ein bisschen helfe. Ich gebe ihm das zurück, was er mir gegeben hat, nämlich einen sehr hohen Bekanntheitsgrad, den ich nur ganz ohne Social Media, will ich mal betonen, Facebook, Instagram, nichts habe ich davon, nur YouTube. Und trotzdem werde ich tatsächlich überall, selbst wenn ich in der Tankstelle, du bist doch der Thomas ohne Haar. Ja, auf dein Fahrrad, auch ohne, Fahrrad. Ohne dich, nur mit dem Fahrrad drauf. Nur mit dem Klappt Fahrrad, auch. Bei Marc zum Beispiel. Ey, das ist ja das Fahrrad von Thomas ohne Haar, ne? Also wie er in Willingen gefahren ist. Es ist halt einfach ein bisschen Bekanntheit entstanden, das muss ich so zugeben. Und ja, ich wünsche ihm daher echt alles Gute und ich unterstütze ihn wirklich ehrlich von Herzen, sowohl mit Material als auch mit theoretischem Wissen. Und ich habe mich auch immer, zum Beispiel die Rotationsarbeit mit den Beinen, da geht Danke raus an Björn von Bike-Therapie. Die Körper-Bike-Trennung habe ich von Marc von Ride First. Also ich habe immer versucht, von anderen
mir was mitzunehmen. Was viele nicht wissen, wie ich hiermit angefangen habe, hatte ich einen Privatkurs bei Daniel von Kossack. Der hat mir hier gezeigt, wie man den 2-Meter-Drop fährt. Grüße gehen raus an Daniel von Rock My Trail, die kennt jeder, die Fahrtechnikschule. Also wir sind sowieso ich glaube Niklas heißt er von School of Skills, der war letztens auch hier, auch ein total nettes Gespräch gehabt. Wir sind da eigentlich, weil wir so eine gute Auftragslage natürlich vielleicht auch haben oder weil wir einfach die richtige Einstellung haben, überhaupt nicht in diesem Futter-Night-Bashing drin. Und man sieht es ja schön, falls jemand das von euch gesehen hat, wie Nina Hoffmann die ganze Zeit Erste war, überhaupt in dieser ganzen Gravity-Szene. Und er hat ja Walli Höll so einen Mega-Lauf hingelegt und sie springt auf und rennt hin und reißt sie vom Bike und umarmt sie. Und das war nicht gespielt, das war der, sie hat sofort gratuliert, Mann, bist du geil gefahren. So, und ich glaube, das ist es einfach. Und man muss dann halt einfach einsehen, müsst ihr auch verstehen, Leute, ich habe halt eine 5 vorne und ich muss ja auch gucken, dass ich das Hobby noch privat machen kann. Und deswegen muss ich das halt bei den Kursen, konzentriere ich mich jetzt so auf meine Klientelalter auch. Und das sind halt die Wiedereinsteiger, ganz klar. Die Kinder sind groß, auf einmal, ach, ich hatte ja noch ein Mountainbike im Keller. Ne? Weil viele das Risiko halt, wenn sie in die Familienplanung und in den Hausbau gehen, ihnen das Risiko, Gravity zu biken, zu groß ist, die kommen dann wieder rein. Das ist so meine Hauptkundenklientel und ich denke, der Daniel kann halt sehr gut diese Anfang 30er halt bedienen. Das ist einfach auch am authentischsten, wenn du halt Teilnehmer in deiner Altersgruppe hast. Heute waren wir genau gleich halt zum Beispiel. Und das funktioniert einfach, man ist dieselbe Generation und man hat dieselben Sachen als Kind gesehen und gemacht und das ist schon ziemlich cool. Also ich wünsche dem Daniel mit Empower Your Ride alles Gute und dass das läuft, wohl Daniel? Und Free and Ride verabschiedet sich so langsam von der Mountainbike-Bühne in die Naturtrainer-Bühne. Da kommen noch interessante Konzepte. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber ja, Free and Ride steht ja auch offiziell bei Empower Your Ride als Powered By mit dabei. Also ist ja nicht so, als hätte der Thomas nicht einen riesen Beitrag dazu geleistet. Weil eigentlich von der Pike auf, mit 2 Monaten stand ich auf dem Rad. Genau. Da standen wir dann hier und da ging es los. Genau. Und auch das Thema Fahrtechnik und so, da hast du mir so viel mitgegeben. Und ich mache das auch so, ich gucke mir ganz viele verschiedene, ich gucke mir Sachen von Rock My Trail an. Jordan Hugo auch sehr Jordan geil. Jordan Hugo gucke ich mir Roxy, an, ich gucke mir Roxy super Roxy, viel an. Super gut. Grüße gehen raus, ne, Roxy. Ich höre mir Roxys Podcast auch, eben auf dem Weg hierhin habe ich mir noch Roxys Podcast wieder angehört. Ja. Weil man einfach überall Sachen lernen kann und das ist auch total egal, ob im Mountainbike oder sonst wo im Leben. Man kann überall im Leben immer irgendwo was mitnehmen und lernen. Jetzt und kommt ein lauter Dieselpicker. Ja. Der Chef vom Bike Bagoé. Genau. Und ja, ich bin auf jeden Fall mega dankbar, dass Thomas und ich uns kennengelernt haben, wie alles gelaufen ist. Und ich freue mich auf die Zukunft. Ja, ich mich auch, auf alle Fälle. Ne? Und yes. Es geht immer nach vorne. Abonnieren, kommentieren und und Glocke nicht vergessen. Genau. Und ganz wichtig, auf den Thomas ohne Haarkanal natürlich wechseln. Ne? Weg vom Daniel. Genau. Das hat keinen geht Sinn. Beim Thomas ohne Haar und lass da mal ein Abo und aktiviert da auch die Glocke. Der macht ganz viele Laufrad-Umrüst-Sachen. Wenn ich 5000 Abonnenten habe, gucke ich vielleicht, dass ich mir sogar Shredletic Red als Getränk oder sowas, dann fange ich mit sowas mal an. Ja, ich bin dafür, wir rufen das einfach ins Leben. Macht's gut, Leute. Ja, cool.